das war vor einigen Jahren in der Pfalz. Seht, wie erfolgreich ich bin. Und nicht nur das, auch ligistische Söldner bekommen diese Pfanne zu spüren. Oh, ligistische Söldner? Das heißt, ihr kämpft auf unserer Seite? Natürlich. Gut. Rettegeneral Michael von Obentraut, im Dienst seiner königlichen Majestät, Christian von Dänemark und Führer der protestantischen Reiterei. Wir kommen aus Nienburg und haben einen kleinen Tanz gehabt mit Graf Tilly. Er hat die Stadt belagert, wie ihr wissen dürftet, der euch ja in den Wäldern herumgetrieben hat. In Nienburg? Wir waren in Nienburg und haben seine Belagerung aufgehoben. Graf Tilly musste die Belagerung aufgeben und hat sich verstreut. Ihr habt gegen Tilly gekämpft? Ja. Und wir brauchen jetzt etwas Ruhe und Verpflegung. Nun, seht, wir hatten noch Zeit. Unsere Lager sind leer. Unsere Bäuche sind leer. Wir haben schrecklichen Durst. Wir sind arme Bauern. Und wir haben riesige Kopfschmerzen. Oh. Kämpft ihr jetzt wahrscheinlich nicht nur gegen Bären und Wölfe, sondern sogar gegen euren Kater. Die Kopfschmerzen kommen wohl vom Saufen. Ja. Dass einige von euch vielleicht einen ganzen Kopfmütter gespeist haben. Das kann ich wohl glauben. Aber Bärentöter. Für die Lebensmittel, die ihr uns gibt, zahlen wir mit guter Münze. Das freut mich zu hören. Na, 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 ihr werdet es doch abwarten. Ein Goldstück. Kennt ihr so? Aber natürlich. Ihr armen Bauern. Ich schon. Deswegen hat man mich auch zum Protektor dieses Dorfes ernannt. Ein Goldstück sollte erstmal reichen. Wir kämpfen schließlich auf einer Seite. Wir kämpfen zusammen auf der protestantischen Seite. Leute, kommt heraus! Kommt schon! Zeigt euch!